Wirksame Kommunikation innerhalb der engeren Kulturgemeinschaft und über sie hinaus ist Unterrichtsziel für die Muttersprache und für die Fremdsprachen. Zugleich fundamentales Bildungsziel in einer Zeit, in der das Verstehen sozialer Beziehungen ebenso wie das elementarer wissenschaftlicher Interpretation Vorbedingungen sind für die Orientierung in der Welt. Zu dieser Erziehung zur Kommunikation gehören Einsichten in Kommunikationssperren und Kommunikationshilfen, aber auch in die Sprache der wissenschaftlichen Abstraktion und des Modells. Sie gewinnt besondere Bedeutung in einer Zeit, in der kommunikatives Handeln um nichts weniger wichtig ist als technisch Akkurates, in der ferner der Einzelne aus der Binnensprache der engeren Gruppe, der Familie oder der Berufsgruppe in die der größeren Gruppe hineinwachsen soll. Zu den Aufgaben der Kommunikationserziehung ist auch die Behebung eines visuellen Analphabetismus, von dem Georges Friedmann im Zusammenhang mit der Bildung durch Mittel der Massenkommunikation spricht, zu zählen. Sodann ist die Bereitschaft zur Veränderung Ziel einer Erziehung, die sich nicht nach Mustern, sondern im Zeichen möglicher vorauszusehender und auszuhaltender Wandlungen vollzieht. Eine solche Bereitschaft gehört zur Vorbereitung des hochqualifizierten Facharbeiters wie zu der des hochmobilen Anlerntechnikers. Aber es geht darüber hinaus um eine zu gewinnende Lebenstechnik überhaupt, um den Erwerb einer Haltung, die immer neue und wechselnde Horizonte der physischen und geistigen Welt gefasst erträgt, die immer neue Allianzen akzeptiert, ohne jegliche Loyalität aufzugeben und die, ähnlich wie in früheren Zeitwenden, neuen Problemen mit Vertrauen auf neue Lösungen begegnet. Eng hiermit verbunden ist die Aufgabe einer Erziehung zur Wahl, im Konsum, in der Gestaltung familiären und gesellschaftlichen, in der Umgestaltung staatlichen Lebens, in der Verwendung der Freizeit, kurz Erziehung zur Fähigkeit, Ziele und nicht nur Instrumente zu wählen. Man hat seit eh und je von geistiger Urteilsfähigkeit als vornehmlicher Bildungsaufgabe gesprochen. Selten jedoch, wenn je, war die Gefahr einer Desorientierung, einer Absorption anarchique, einer unproduktiven Verquickung von Fantasie und Wirklichkeit so groß wie heute. Daher fordert Georges Friedmann der drohenden Formation schizophrénique gegenüber eine Erziehung zum Choix de Message. Die Informationsüberflutung durch die Medien der Massenkommunikation versperrt ja häufig den Weg zur Interpretation, statt ihn zu eröffnen. Und die modischen Zukunftsprogramme gerade des Fernsehens banalisieren die Zukunft und drosseln schöpferische Fantasie. Autonomie als Bildungsziel bedeutete in der idealistischen Tradition innere geistige Freiheit innerhalb eines akzeptierten, wenn auch kritisierten Herrschaftssystems. Ja, sie ist selbst als hierarchisierendes Prinzip verstanden worden. Sie wird als Kriterium zur Auswahl von Bildungsgehalten nun vielmehr eine Verhaltensdisposition zu bezeichnen haben, die durch rationale und kritische Einstellung zu sozialen Formen und Symbolen charakterisiert ist. Da heute Entfremdung nicht nur eine Problematik des Arbeitslebens, sondern des Lebens in einer Kultur überhaupt bezeichnet, gewinnt Erziehung zu autonomem Verhalten eine umso ernstere Bedeutung. Hat man allmählich auch im Osten wieder verstanden, dass polytechnische Bildung eine Form der Allgemeinbildung ist, die vor Entfremdung durch unbegriffene Arbeit schützen soll, so gehört zur Bildung darüber hinaus Erziehung zur sinnvollen Verwendung von Zeit überhaupt. Vor allem aber wird das Konzept der Autonomie im Curriculum relevant, wenn wir daran denken, dass Gegenstände dort effektiv angeeignet, also motivationsbildend werden, wo sie aus der Ebene des bloß Tatsächlichen, Opportunen, in die Ebene des persönlich Bedeutsamen, Relevanten gehoben werden.